Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, mein Name ist Anne Lietz und ich bin SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt hier im Europaparlament. Ich grüße euch heute hier aus Brüssel und wünsche einen tollen Kinoabend im Burgtheater. Auch im Herbst wird die Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung mit europäischen Filmen fortgesetzt, worüber ich mich sehr freue. Heute wird der preisgekrönte Film Leviathan gezeigt, der die Geschichte des Kleinbürgers Kolja erzählt, der gegen politische Willkür und Enteignung im heutigen Russland kämpft. Um über Korruption jedoch zu sprechen, müssen wir nicht die Grenzen der EU verlassen und allein nach Russland blicken. Auch hier in der EU entstehen durch Bestechung jährlich einen Schaden von ca. 120 Milliarden Euro. So jedenfalls der Kommissionsbericht zur Korruptionsbekämpfung. Im Bereich Justiz und Inneres ist die Korruptionsbekämpfung eine Priorität. Dabei wird die EU in unterschiedlichster Weise auf mehreren Ebenen tätig, und zwar in den EU-Institutionen, bei der Vergabe von Fördermitteln, in den Mitgliedstaaten gegenüber den Beitrittskandidaten sowie in Nachbarländern und in Drittstaaten. Federführender Akteur ist hier das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Das wird ganz kurz gesprochen OLAF genannt. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus den Nachrichten. Ich wünsche nun ein interessantes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion mit Florian Willershausen von der Wirtschaftswoche, der heute als Diskussionspartner zur Verfügung steht. Herzlichen Dank dafür und viele Grüße aus Brüssel, euer Anne Lietz.